Hallo, mein Name ist Melanie Rabe. Ich schreibe Thriller und Sachbücher und habe zuletzt ein Buch über Lady Gaga gemacht. Heute bin ich allerdings nicht am Schreibtisch, sondern hier im Haus der Geschichte in Bonn und schaue mir die großartige Ausstellung Hits und Hymnen an, die noch bis zum Oktober läuft. Ich finde die Ausstellung wahnsinnig spannend, habe einen sehr eklektischen Musikgeschmack selber, höre gerne Beethoven, aber was mich hier tatsächlich heute am meisten begeistert hat, waren die Exponate zu den Scorpions und zu Winds of Change. Winds of Change hat für mich selber eine große Bedeutung. Ich bin ein Kind der 80er Jahre, ich komme aus dem Osten, bin 89 mit meiner Familie in den Westen gezogen nach NRW und das war irgendwie der Sound dieser Zeit und das ja nicht nur für mich, sondern für ganz, ganz viele andere Menschen. Und ich kriege immer eine Gänsehaut bei diesem Anfangspfeifen, obwohl das sonst gar nicht so meine Musik ist. Und hier die Lederjacke zu sehen von Klaus Meine und das erste Manuskript vom Text fand ich unglaublich beeindruckend. Also die Ausstellung lohnt sich sehr. Am 6. Mai habe ich das große Glück, hier eine Veranstaltung im Haus der Geschichte zu betreiben. Moderieren wird Mona Amisian und es geht um Lady Gaga und um mich. Ich habe ein Buch geschrieben über meine Beziehung zu Lady Gaga, darüber, was Lady Gaga für mich bedeutet und vor allem geht es auch ganz massiv um Lady Gaga als politische Person. Lady Gaga ist eine Ikone nicht nur der LGBTQI-Community, sondern sie ist auch sehr aktiv, was Black Lives Matter betrifft und viele andere Dinge, die auch mir als Autorin, als Mensch und als schwarze Frau im Herzen liegen. Und darum wird es gehen am 6. Mai hier im Haus der Geschichte und im Livestream da draußen im Äther. Und da freue ich mich schon sehr drauf.